Bierfreunde von da und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, wir machen weiter mit der Niedersachsen-Liste, aber mit einem neuen Paket und wenn mich nicht alles täuscht, sind wir jetzt bei dem Paket von dem lieben Der mit dem Bier tanzt und da war auch einiges drin und ja, da beginnen wir heute einfach mal hier mit diesem Lindner Spezial. Sollte sich um einen Export handeln, kommt hier in der Steini-Flasche seit 1546 mit so einem Hahn da drauf. Hannovers Spezielle steht da noch drauf. Und was haben wir drin? 5,1% Umdrehungen. Wasser, Gersten, Malz und Hopfen. Und ja, das ist die Gilde Brauerei GmbH Hannover. Ja, hat eine rote Kapsel abbekommen mit dem Hahn. So schaut's aus und ich bin mal mega gespannt, wie es schmecken wird. Ist das erste heute. So, dann mache ich mal auf. Zack. Gut gekühlt ist es. Ich halte es nochmal rein. So schaut es aus. Und ich hoffe, dass es ein bisschen kräftiger wird. Ja, weil das letzte Paket, das war ja doch ein bisschen mild gewesen. Und nun hoffe ich mal, dass es hier ein bisschen kräftiger wird. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. So, ich mache mal einen mittleren Einschank. Ja, läuft ein bisschen ruppiger rein, aber ist okay. So, was haben wir denn da? Ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen, finde ich schon mal schön. So, von der Blume her, Freunde, würde ich sagen, zwei Finger locker, schneeweiß das Ganze, paar größere Luftbläschen sind drauf, keine Kraterbildung, mit geschultem Auge würde ich sagen, 90 Sekunden kriegen wir auf jeden Fall hin. Schaut mal selbst, sieht glaube ich ganz gut aus. So, im Farbspektrum sind wir bei einem ja, klassischen Getreidegold, geht schön tief rein, schön deep. Sehr, sehr kräftige Karbonisierung, eher größere Perlung. Keine Schwebeteilchen, das Ganze ist filtriert und hat einen schönen Glanz. Also auch die Blume noch. Freunde, das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht eigentlich perfekt aus, oder? Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Bier und so möchte ich es auch bewerten. 6 von 5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, anstuppern. Genau, da wollen wir mal schauen. Ah, da wird ein bisschen milder auch schon wieder. Och, das Bouquet ist jetzt nicht sehr aussagekräftig. Oh, da ist ja gar nichts. Muss noch mal kurz ein bisschen doller. Das ist ja noch milder als die, die wir schon hatten. Oh, war ja. Oh, das Junchen will raus. So, ich muss doch mal wahrscheinlich auch auf dem Klo oder so, keine Ahnung. Also Freunde, Bouquet von der Wahrnehmung her extrem, extrem mild, finde ich schade. Mal sehen, wie es schmeckt, ich bin gespannt. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ja. Was ist denn da los bei euch, sag mal? Ich muss schon wieder lachen. Freunde, was ist in Niedersachsen los? Woran liegt denn das? Ich habe doch in letzter Zeit gar nicht Bockbiere getrunken oder so. Warum ist denn irgendwie alle Biere, die ich jetzt in letzter Zeit... Ich müsste direkt mein Berliner Bier zur Abwechslung mal wieder trinken, um mal zu gucken, ob das auch so mild geworden ist. Ich glaube, ich verkrafte kein Bier mehr. Ich merke da keine Aromaspitzen mehr. Woran liegt denn das? Ist ja merkwürdig. Also, Freunde, ich muss noch mal einen zweiten Schluck nehmen. Tut mir leid. Das ist ein Export. Das schmeckt wie Wasser. Das Äxte so weg. Das ist so ein Bier zum Wegexen. Das ist was für ein Baggersee, würde ich sagen. Ist ja krass irgendwie. Ich kann, also fangen wir mal an. Also wir sind ganz objektiv. Freunde, wo bewegen wir uns? Dynamisch oder gemütlich? Also ich glaube 100% dynamisch. Das setzt da an, das zieht sich weg, zack, weg ist es. Und da ist kein Widerstand, also das läuft gut runter, ist schön erfrischend. Und hat genau die gleichen Eigenschaften wie ein Bayerisch Hell. Tatsächlich, so in diese Richtung geht das rein. Wenn man mich jetzt nach Aromaspitzen fragt, muss ich leider sagen, ich habe nicht eine einzige rausschmecken können. Das tut mir ja immer leid, wenn ich das so sage, aber ich habe da wirklich nichts rausschmecken können. Gar nichts, null, nada. Da ist einfach nur eine Flüssigkeit im Mund. Das ist so,
Also das könnte jetzt hier auf dem ersten, ja, also obwohl das besonders mild, das war ja noch milder, ne? Das muss ich immer wieder sagen. Also mit viel Fantasie, mit viel Konzentration schiebt sich irgendwas hinter dem Malzkörper vor, was so ein bisschen in diese, ich nenne es jetzt mal fruchtige Komponente geht. Also so eine ganz, ganz wirklich, aber mit viel Fantasie ist da so eine, ja, Fruchtigkeit vorhanden. Das ist Wasser. Das ist ja Wasser. Ja, das tut sich halt. Das ist eine Flüssigkeit. Aber irgendwie wenig mit dem Bier zu tun, ne? So. Tut mir leid, Freunde. Hannovers Spezielles, ja. Mehr steht da auch nicht drauf. Jo. Eine bierige Flüssigkeit. Wie wollen wir es bewerten, Freunde? Aromaspitzen konnte ich nicht herausschmecken. Es schmeckt auch nicht schlecht. Es schmeckt einfach nach nicht viel. Es ist halt eine angenehm erfrischende Flüssigkeit. Und so möchte ich es dann auch bewerten. Also komplett objektiv, komplett neutral, komplette Mitte. 3/5/6 möglichen Punkten. Jo, komm mal trinken, ist ein Durstlöscher. Mehr nicht mehr, nicht weniger. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.